So, liebe Leute, nach dem sechsten Sieg in Folge heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play eSports FC 24 mit dem nächsten Spiel. Nächster Gegner ist dann Feyenoord. Spieltag Nummer 7 steht natürlich an. Ja, Feyenoord steht momentan nur Platz 9. Und da wollen wir so im besten Fall halten. Arthur geht nach Reims, aber auch erst ab der Transferperiode, glaube ich, wenn es richtig kommt. Oder ist er ja schon durch? 1. Januar. Nee, nee, der geht erst zur Winterpause. Nach Frankreich. Ich hätte ihn jetzt gerne bei Fenerbahce schon gesehen, dann wäre er schon weg gewesen, aber okay. Das war ja auch so ein ablösefreier Transfer, also so ein Nottransfer. So, nächster Gegner, wie gesagt. Oh. Warte mal, gucken wir gerade mal ganz kurz, bevor wir jetzt das irgendwie weitermachen, gucken wir mal ganz kurz erst auf die Champions League Gruppe. Rangers habe ich schon gesehen. Ja. Ich glaube, es geht nur tatsächlich um Platz 3. Muss ich gerade mal so ansehen. Also Barcelona, Leverkusen, das wird wahrscheinlich nochmal eine etwas andere Hausnummer werden als die Rangers. Obwohl wir die nicht unterschätzen sollen. Ich glaube, die standen damals mit dem, ja doch, die standen ja im Europa League Finale damals, als die Frankfurt dazu gewonnen haben vor 2, 3 Jahren. Also wie gesagt, nachdem die dann ja abgestiegen waren in die vierte Liga, in die vierte schottische Liga, geht es ja wieder deutlich bergauf. Jetzt sind sie wieder mittlerweile auf einem Level mit Celtic. Aber ja, wie gesagt, unterschätzen sollten wir sie definitiv nicht. Aber ich denke mal, hier wird es tatsächlich nur Platz 3 geben. Ich schätze, dass Leverkusen und auch Barcelona eine Ecke stärker werden sollten sein. Also eine Ecke stärker sein sollten als wir. Aber wie gesagt, mal schauen. Auch da ist alles möglich. Ich hätte damals gerechnet, dass ich mit Bayreuth, ich weiß nicht, ob ich die Gruppe sogar gewonnen habe oder Zweiter geworden bin. Da haben wir auch tatsächlich gegen Real relativ gut gespielt und haben dann nach und nach dann, ich glaube, United und auch Real ausgeschaltet. Also, wir sind alles möglich. Auch in der Champions League und hier bei FIFA vor allen Dingen sowieso. Wir gucken mal kurz auf die anderen Gruppen schnell noch. Arsenal, Rom, Benfica, Club Brügge. Auch eine durchaus interessante Gruppe. Definitiv. Bayern, Chelsea, Real Sociedad, Besiktas. Klar, eigentlich Bayern und Chelsea Favoriten. Hier ist dann, denke ich mal, Real. Ja. Milan, Sevilla, OM und Dynamo Kiew. Okay, russische Team schauen wir wieder. Nee, Kiew ist ja Ukraine, natürlich. Entschuldigung. Ich habe es jetzt mit Dynamo Moskau verwechselt. Nein, also Milan, Sevilla, OM, Kiew. Milan, Sevilla, würde ich sagen. Eigentlich so, wie die Gruppe jetzt gerade steht, würde ich es auch sagen, wird es am Ende aussehen. Dann Gruppe E, Liverpool, Napoli, AS Monaco und Dynamo Zagreb. Na, ich denke mal, auch so, wie sie jetzt da steht, dürfte es eigentlich klappen. Ich glaube, gegen Zagreb haben wir auch eine Unentschieden gespielt mit PSV in der Gruppe. Dann haben wir hier Real, Leipzig, Porto und AEK Athen. Auch, denke ich mal, so, wie sie jetzt gerade da steht, sollte es durchaus am Ende aussehen. Dann Gruppe G, City, Dortmund, Braga und den FC Basel. Ja, Basel ist ja momentan sehr abgeschmiert, obwohl die letzten Spiele echt wieder sich ein bisschen gefangen haben, so ein bisschen wieder dran bei sind, so ein bisschen wieder ranzuarbeiten. Sie waren ja zwischendurch mal Letzter. Haben ja auch einen Trainer gewechselt. Ja, ich denke mal, City dort, ja, Basel und Braga, muss man gucken, wie sie einzuschätzen sind. Ich denke mal, dass City Dortmund klar sein wird. Und dann denke ich mal Basel-Braga am Ende. Dann Gruppe H, PSG, Inter Mailand, also Inter. Sporting und Salzburg. Ja, Salzburg hat einen riesen Talente-Pool, definitiv. Die haben ein super Scouting-System, also das liegt nicht nur an RB, also an Red Bull. Die dominieren momentan in Österreich alles. Die letzten Jahre, ich glaube, die letzten 7, 8 Jahre Meister geworden. Wie gesagt, mega Talente geholt. Die Meister halt natürlich nach Leipzig gehen, klar, aber auch durchaus in große andere Welten verkauft werden. Unter anderem Mané zum Beispiel oder ja, Mané auf jeden Fall. Ich weiß gerade, ich gibt jetzt gerade keine anderen Dings, Leute im Dings, aber ja, halt, wie gesagt, die meisten halt irgendwo bei RB dann, bei Leipzig dann irgendwo gelandet sind. Ja, PSG Gruppenfavorit, denke ich mal, Inter, obwohl PSG mit den Abgängen Messi, Neymar und dem ganzen Transfer-Tag Hickhack um Mbappé, aber geht er jetzt zu Real? Geht er jetzt nicht zu Real?
ja, schauen halt. Ne? Ich denke aber auch, so wird es am Ende dann aussehen. Ja, das ist die Champions League. Also wie gesagt, Leverkusen, Rangers und Barcelona. Es wird interessanter. Einfache Gruppe definitiv nicht. Klar, also es ist schon einfach. Es sind einige Bereiche. Interessante Gruppe, definitiv. So. Alter Genickte für der Matsche. Das war ja schon hinlänglich. Ich denke mal drüber nach, denn die gewinnt. Ich möchte jetzt irgendwann wieder spielen. So, und wir machen weiter mit dem nächsten Spiel, wie gesagt, gegen Feyenoord Rotterdam. Die würden wir ja gerne ein bisschen weiter unten halten. Jetzt dürfen wir wieder ein bisschen durchwechseln, weil halt der ein oder andere nicht ganz fit ist. Einfach mal nur gerade ein bisschen ja. So, also ich musste nochmal eine neue Aufnahme starten. Und zwar ganz einfach, warum jetzt mein Ton jetzt immer so komisch anhört. Irgendwie war das Kabel ein bisschen fort. Ich habe so einen kleinen Wackelkontakt drin, deswegen wollte ich immer nur das Kabel. Ich habe das jetzt gerade nur in der Musik gemacht. Ich dachte, Moment, das hört sich nicht ganz so an, als hätte ich das Team wieder auf dem Ohr. Also wie gesagt, für den Fall, dass sich das jetzt ein bisschen komisch angehört, bin ich mich zu entschuldigen. Aber wie gesagt, jetzt ist wieder alles, oder jetzt sollte wieder alles normal sein. So, aber der Ton ist mit drin. So. Ah ne, warte mal, ich lass mal der Rose ein bisschen spielen. Der hat ja auch schon lange. Der hat ja lange schon nicht mehr gespielt. Deswegen, ich muss immer mal wieder durchwechseln, ne? Diesem Spiel fiebern alle schon seit Tagen entgegen. Es ist ein echtes Highlight. Das Fußballspektakel. Jetzt kann es endlich losgehen. Liebe Fußballfans, ich möchte Sie recht herzlich zu unserer heutigen Partie begrüßen. Willkommen hier im Philips-Stadion. Wohlfuß und Frank Buschmann werden Sie durch das heutige Spiel begleiten. Und wir sind live dabei bei diesem Spiel in der PSV Eindhoven gegen Feyenoord Rotterdam. Also Sie haben ja jetzt schon 10 Punkte Vorsprung auf Feyenoord. Und das sollen jetzt meiner Meinung nach mehr werden. Das sollen 13 werden mit der Altswahl. Und der erste Schritt ist schon mal gemacht. Hugo Novoa müsste es gewesen sein. Also, so kann man schon mal den ersten Schritt machen. Hugo, Nummer, Tor, Nummer 11 in dieser Saison. Ja, der war nicht schlecht, der Pass, aber nicht erreichbar. Klar, der Keeper. Also. Schönes Ding, Angelinho. Ich kann sich durchsetzen. Angelinho. 2-0. Das müsste auch das erste Tor sein in der Eredivisie für Angelinho.
Also, nach 13 Minuten oder nicht mal einer Viertelstunde schon die Schritte gemacht. Ach, Quatsch, ich hab ein Idiot. Euer Cheveri. 3-0! Novoa, 16. Minute. Das sieht in einer bösen Klatsche für Feyenoord aus. Wie gesagt, die sind momentan nur 9. Die sind sehr schlecht gestartet. Es droht die zweite Saisonniederlage. Dann haben sie 2 Siege, 2 Unentschieden und es droht die zweite Saisonniederlage. Aber es ist doch Zeit. Echeveri und Novoa mit dem Tor, mit dem Abschluss. Und auch der passt dann am Ende. Das ist jetzt, glaube ich, der 3. Torschuss. Und der 3., der drin ist. Also wenn die 8. Minute noch gewesen wäre, das 4-0 stehen würde, hätten wir jetzt tatsächlich alle 4 Minuten ein Tor. Aber so wird es wahrscheinlich nicht weitergehen. Oder? Fragezeichen? Medic. Kam ja von Ajax. Also PSV hat ja sehr viel bei Ajax eingekauft, bei Ajax und Feyenoord und dann am Ende eingekauft. Klar. Um natürlich auch einen Konkurrenten ein bisschen zu schwächen. Wie gesagt, ich klar, dass ich Medic hole, der mir sehr viel Ärger gemacht hat da in Amsterdam. So, es gibt jetzt. Geh mal weg, Grill. Zumindest bei der Ermahnung. Und da sagt er gerade noch einmal, Junge, dann ist es die gelbe Karte. Boah, 4-0, 24, 25. Die Krise, die wir letzte Saison hatten und dann die Niederlage gegen Feyenoord, 2-5, glaube ich, ging es dann am Ende aus. Die scheint jetzt genau auf der anderen Seite zu stehen. Und dann ist es Hugo Novoa mit Tor Nummer 12 in dieser Saison schon, nach 7 Spielen. Wir haben wieder noch nicht mal eine halbe Stunde jetzt durch und haben schon 4 Tore. Also es sieht danach aus, als würden wir das Ding nach Hause fahren. Letzte Saison, wie gesagt, 7-0 gegen Ajax gewonnen. Und zumindest mal ein Tor für Feyenoord. 28. Minute. Ali Reza mit dem Tor. Ja. Es ist mehr oder weniger nur das Ehrentor für den Krisenclub momentan. Ich will seinen Nachnamen gerade nicht aussprechen. Ich gehe jetzt quasi bei dem Namen, der auf dem Trikot steht. Ich komme gerade nicht drauf, wie der heißt, aber ich kenne ihn ja vom Namen. Oh nein, beide, bitte, ich frage jetzt nicht da hinten dann noch irgendwelche, euch da nur mal auf Nummer sicher gehen. Ein zweites Tor und da könnte der Gegner wieder plötzlich drin sein. Krüll. Krüll. Ach, der ist zu nah ans Tor. Die Idee war gar nicht mal so schlecht, aber die Flanke ein bisschen zu nah ans Tor, sonst wäre das vielleicht sogar noch mal gefährlich geworden. Hammer. Ja, Beilo, der tatsächlich einen Assist hat schon in dieser Saison. Sie kommen über den Flügel. Die haben letztes Spiel sein mit seinem Abwurf das Tor gemacht. Vorbereitet. Der war, damit habe ich nicht gerechnet, dass der zu meinem eigenen Spieler abprallt. Ja, bleibt da drin. Ja. Und
plötzlich. Ja, Feyenoord ist wieder so ein bisschen drin in der Partie. Sie haben jetzt mal 4 Stück geschluckt, aber... Ja, der ist zu weit. Ivan Husic. Boah, alter Verwalter. Pause. 1-4. Ja, gefällt mir richtig gut, was der heute zeigt. Ja, der macht da vorne drin wirklich, was er will. So, weiter geht's mit Halbzeit Nummer 2. Warte mal, ich muss mal gerade ganz kurz mein Mikrofon wieder richten. Das Problem ist, meine Katze liegt hier auch noch nebenbei. So, jetzt ist wieder da. Cool. Angelinho. Ja, der versucht jetzt gerade mal ein bisschen... Ja, der ist aber gut da verteidigt worden, gestellt worden. Mit der Ecke geben, ne? Freistoß, Handspiel. Gut, dass der nicht im... Gut, dass der nicht... Und der passt dann am Ende, der tanzt mal alle aus. Die Nummer 17 war's. Ich glaube, Ivan Husic heißt da. Und plötzlich steht 2-4 nur noch. Der war eigentlich alle Mann kurz mal stehen gelassen. Dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. So, Vorteil cool. Nach diesem Foul. Können Sie das für sich nutzen? So, kann er jetzt mal. Jetzt geht er raus. Schöner Ball. Schade. Alle Geheißen geklärt, er wird wechseln. Ein toller Transfer. Er gibt ja nicht die Qualität. Chance zum Anschlusstreffer. Plötzlich, wie gesagt, das Ding ist nicht durch. Plötzlich werden alle haben gedacht, oder auch ich habe gedacht, 4-0, ja, das holst du da locker jetzt das Ding nach Hause. Ja, er pfeift jetzt. Okay, er pfeift gegen sie. Oder Relinio mit Tempo. Ach Mann! Ich habe keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu machen, gerade da jetzt auf der Position. Ach, Relinio geht den Ball durch und geht zur Ecke. So, Konter für uns. Reus, der nach der Saison seine Karriere beendet. Ich denke mal, das wird auch das Zeichen unten bedeuten. Und Echeverri mit einer guten Chance, vielleicht wieder ein bisschen Entlastung reinzukriegen. Reus leider nicht. Schiri, ich wollte gerade sagen, es war ein Foul, der hat den schön weggezogen jetzt. Cool. Noch sind hier 20 Minuten zur Abschluss.
Ja, es ist, sind noch ein bisschen. Ach Mann, das war viel zu überhastet. Die Idee wäre vielleicht besser gewesen. Sie wollten nämlich noch spielen, bevor der ins Abseits rennt. Ach, das gibt doch Ecke. Ja, jetzt das Anschlusstreffer und dann könnte es wieder enger werden. Abschluss. Ist jetzt wieder alles ein bisschen enger. Bissek. Ah Mann, da steht immer noch einer. Ich krieg die nicht so in Position, dass ich die durchspielen kann. Immer wieder versuchst es halt. Timber. Nagralinho. Glück gehabt. Grüll. Echeverri, aber der kommt nicht durch. Wieder nicht durch. Also hätte ich nicht gedacht, dass wir 4-0 in Führung und das Ding so souverän. Oh, plötzlich steht es nur noch 3-4. Unfassbar! Chance noch klasse pariert, aber dann die nächste Chance hat die weggenutzt. Unfassbar! Ja, ich bringe jetzt ein paar Leute, die ein bisschen schneller sind, vielleicht doch noch mal ein bisschen Lastung jetzt bekommen, das fünfte noch zu machen. Unfassbar. 4-0 geführt und dann das. Und plötzlich steht es wieder 3-4, ist die Partie wieder drin. Es wird eine Auswechslung geben. Dann in die Witz. Ach Mann! Nein, 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 nein. Jetzt erstmal raus damit, erstmal. Javairo de Rosun. Javairo de Rosun. De Rosun. Und Tor! Tor Nummer 4, 3 oder was glaube ich nur? Boah, das ist das 5-3 und man holt doch die 3 Punkte nach Eindhoven. Genau aus dem Grund habe ich den Rosen gesagt, ich hole ihn, ich bringe ihn. Er marschiert da halt durch und Novoa haut das Ding rein und da steht es 5-3. Und wie gesagt, es wurde nochmal verdammt enge, aber doch holen wir noch diese 4, holen wir diese Punkte. Es wird also dieser klare Ligasieg. Sie lassen gar keinen Zweifel aufkommen. Das war schon. Und Feyenoord bleibt in der Krise, obwohl sie sich nach dem 0-4 Zwischenrückstand richtig nochmal berappelt haben. Aber Novoa macht es alleine. 4 Tore heute getroffen. 4-mal getroffen heute. Hauptsache 3 Punkte. Alles andere ist erstmal wurscht. Wir bleiben vorneweg mit 6 Siegen jetzt. Und das nächste Spiel ist das erste Mal Champions League.
Aber das, liebe Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge an und dann geht's los. Wir müssen also, wie gesagt, ich will zumindest in die Europa League. Ich will zumindest diesen dritten Platz behalten gegen die Rangers. Mit einem Sieg im Heimspiel wäre natürlich schon mal drin. Wo hat Nouveau nicht gespielt im letzten Spiel? Es ist ja nicht so, dass er im letzten Spiel mal 4 Tore gemacht hat. So. Ach, warte mal, ich habe schon wieder irgendwas. Gut, okay. Ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Dann geht's weiter mit dem Spiel gegen die Rangers. Bis dahin, tschüss.